freut mich vor allem, dass alle Referenten ihren Weg hierher gefunden haben, trotz der Kurzfristigkeit der Sache. Herzlichen Dank schon mal dafür. Und nachdem wir jetzt ganz viel Zeit verloren haben, versuche ich weniger Zeit zu verlieren und würde als erstes mal den Steffen Geier zu mir bitten. Der wird uns jetzt was über den aktuellen Stand der Drogenpolitik erzählen. Steffen selbst ist Hanfaktivist seit ungefähr 1998, war zwischendurch mal beim Deutschen Hanfverband und ist einer der Organisatoren der Hanfparade. Und ja, ich weiß, wie viel Engagement Steffen in die ganze Organisation und in alle steckt. Und dafür dankt ihm die ganze Szene wahrscheinlich sehr. Und nun red selber über dich und die anderen. Danke. Ja, das Mikro ist tatsächlich schon an, das finde ich ganz praktisch. Ich wurde gebeten, euch ein bisschen was über den Status quo der deutschen Drogengesetze zu sagen. Und dazu musste ich fast 100 Jahre ausholen, weil nämlich vor ein bisschen mehr als 100 Jahren auf den Opiumkonferenzen beginnend 1909 die Drogenpolitik der Welt eine ganz neue Richtung genommen hat. Bis dahin war Drogenpolitik in erster Linie Handelspolitik. Es ging also darum, wer darf wo Rohstoffe einkaufen und wer darf wo Rauschmittel dann wieder verkaufen. Und auf den Opiumkonferenzen ging es dann zum ersten Mal um einen gewissen gesundheitspolitischen Anspruch in der Drogenpolitik. Dummerweise ist diese Neuentwicklung von Vertretern geprägt worden, die darauf gehofft haben, dass man durch möglichst viel staatliche Kontrolle und Regulierung die Nachfrage und das Angebot an Rauschmitteln beeinflussen könnte. Deshalb haben wir in Deutschland seit Mitte der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts eine sehr einseitig auf Repression setzende Drogenpolitik, die dann in der Bundesrepublik vor gut 40 Jahren im Dezember 1971 in das Betäubungsmittelgesetz gegossen und damit für die Zukunft vermeintlich sicher festgeschrieben wurde. Nun hat sich aber leider herausgestellt, dass das Betäubungsmittelgesetz handwerklich sehr schlecht war und ist. Deshalb muss es fortwährend geändert und erweitert werden. In erster Linie müssen neue Substanzen in die Vorschriften aufgenommen werden, damit die Sachen, die jüngeren Generationen Spaß machen, auch wieder staatlich sanktioniert und kontrolliert werden können. Ende vom Lied, nach 40 Jahren Betäubungsmittelgesetz in Deutschland sind ein bisschen mehr als 130.000 Strafverfahren allein wegen Cannabis, insgesamt rund 260.000 Strafverfahren im letzten Jahr gegen Konsumenten und Händler von Betäubungsmitteln. Wir haben ungefähr 18.000 Menschen, die derzeit wegen Betäubungsmitteldelikten in deutschen Gefängnissen sitzen. Das sind alles Menschen, deren einziges Fehlverhalten es war, dass sie sich nicht für die legalen Rauschmittel, Alkohol, Tabak, Koffein, Schokolade etc. pp. Entschieden haben, sondern für illegalisierte Substanzen. Und zum Glück gibt es bei den kleinen Parteien, wie sie doch so immer wieder genannt werden, Ansätze einer alternativen Denkweise, und die möchten euch im Folgenden dann Parteienvertreter ein bisschen genauer vorstellen. Ziel muss es sein, mit diesen Denkanstößen die Volksparteien CDU und SPD vor sich herzuschubsen, weil man leider als neutraler Beobachter feststellen muss, dass da weitgehende Denkverbote herrschen. Wir leben ja in einer Zeit, in der Politiker bei Einzelthemen extra darauf hinweisen, dass sie diesmal aber ohne Denkverbote diskutieren. In der Betäubungsmittelpolitik ist das leider noch nicht angekommen. Deshalb müssen Leute wie wir, die wir uns hier zusammengefunden haben, Alternativen diskutieren, das Denken für die Regierungsparteien übernehmen, und die müssen dann halt mit dem klarkommen, was aufgeklärtere Geister ihnen anbieten. Wir haben morgen in Berlin eine Wahl, die den lustigen Beigeschmack hat, dass sie unser Parteiensystem vermutlich für die nächsten Jahrzehnte ganz entscheidend ändern wird. Die Chancen stehen gut, dass die Piratenpartei ins Parlament einzieht. Deshalb müsst ihr verzeihen, dass heute kein Piratenvertreter sprechen wird, aber die Position, die die Piratenpartei im Landtagswahlkampf in Berlin einnimmt, ist
sehr eng mit Szenevertretern, namentlich Hans Kusto, den ihr später noch hören werdet, Jan Ludewig, der heute leider anderweitig beschäftigt ist, und mir entstanden. Und zum Glück haben wir ins Landeswahlprogramm der Piraten das Konzept der Cannabis Social Clubs mit reinschreiben können und den kompetentesten Vertreter für Cannabis Social Clubs, den Martin Steldinger, den haben wir heute hier, und er ist auch gleich der Nächste, der das Mikrofon ergreifen darf, der euch diese Alternative zur repressiven Drogenpolitik, die wir derzeit in unserem Land haben, ein bisschen genauer vorstellen möchte. Okay, Steffen hat jetzt eine Kleinigkeit, die für mich jetzt gar nicht so klein ist, vergessen. Triple hat uns geholfen bei dem Programmpunkt Cannabis Social Clubs. Dafür müssen wir Piraten ihm natürlich auch noch danken. Also... Jo. Und ich wollte in Bezug auf Triple noch PsyTV erwähnen. Das ist eine unkommerzielle Videoplattform, die Triple zusammen mit anderen betreibt. Da kann man ruhig mal draufschauen. Und wichtig sind noch die Drogen-News auf der Hanfplantage.de oder genauer auf planet.hanfplantage.de. Und jetzt, Steffen hat schon fast alles gesagt. Triple, bitteschön. Jo, es gab ja schon einige Verzögerungen, deswegen möchte ich es kurz machen. Ich danke, dass ich hier reden kann über das Konzept der Cannabis Social Clubs. Es ist ein alternatives Modell, aber zuerst möchte ich noch einigen verstorbenen Vorreitern dieser Bewegung danken. Dazu gehören Georg von Rauch, Thomas Weisbecker, Rudi Dutschke, Jack Hira, Hans-Georg Bär und der kürzlich verstorbene Günther Ament. All diese Menschen sind der gleichen Überzeugung gewesen wie auch wir, die wir uns die Idee des Cannabis Social Clubs ausgedacht haben. Diese Menschen sind der Überzeugung und der Überzeugung gewesen, dass immer wenn die Regierung oder die Politik eingreift in die Drogen, dass es dann Probleme gibt. Deswegen haben wir uns Bürger von Europa die Cannabis Social Clubs ausgedacht. Es ist eine Variante der Cannabisabgabe, der kontrollierten und geschlossenen Cannabisabgabe an mündige Bürger, die gerne Cannabis konsumieren möchten. Das Modell basiert auf einem Verein, einem eingetragenen Verein, der sozusagen dann ein Gewächshaus unterhält, sowie ein nettes Wohnzimmer, bei dem man gut zusammenkommen kann, sich austauschen kann. Und dieses Modell wird in Spanien erfolgreich durchgesetzt. Dort gibt es schon über 100 bis 200 Cannabis Social Clubs, wo teilweise mehrere hundert Leute ihr Cannabis beziehen können. Das in wunderbarer Qualität, mit Qualitätskontrolle und einem guten Umgang damit. In diesen Cannabis Social Clubs findet natürlich auch ein bisschen mehr statt als nur ein bisschen Gras, nämlich das Socializen sozusagen. Man sitzt nett zusammen, man tauscht sich aus, man kann über Probleme reden. Das geht von einfach ja, dem Austausch bis über Yogakurse, Kochkurse, was auch immer. Die Leute kommen zusammen, damit werden Probleme verhindert und die Leute bekommen anständige Materie. So, das war's eigentlich schon. So, nun würde ich Barbara Seid zu mir bitten. Die wird uns jetzt was über das Modell der Linken erzählen, den Coffeeshop. Das haben die auch in ihrem Wahlprogramm stehen. Barbara kann man auch in Kreuzberg-Friedrichshain in die BVV wählen. Bitte, würde ich sagen. Also sie, ach so, ich war drogenpolitische Sprecherin der ihrer Fraktion ist sie noch. Das wollte ich nicht vergessen. Das wollte ich noch loswerden. Alles klar. Viel Spaß. Ja, danke schön. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich war ganz überrascht und von den Piraten eingeladen zu werden, ist schon eine Ehre für mich gewesen. Und ja, ich freue mich darüber und so sehr ich hoffe, dass die Piraten nicht allzu viele Stimmen von den Linken abziehen, so sehr, weil ich würde schon gerne weitermachen in der BVV, so sehr hoffe ich aber auch, dass die Piraten in Friedrichshain-Kreuzberg reinkommen. Das heißt, da braucht man nicht zu hoffen, das weiß man ja jetzt schon, dass sie reinkommen werden. Und ich freue mich dann auf eine hoffentlich gute Zusammenarbeit. So, aber jetzt wollen wir nicht schon das Tier zerteilen, bevor wir es erlegt haben. Nein, wir wollen heute ein bisschen über Drogen reden. Die Position der Linken, da will ich mich jetzt einfach ein bisschen anschließen an das, was Steffen eingangs gesagt hat, nämlich die Kriminalisierung. Nein,
fangen wir von vorne an. Eine Einteilung der Drogen in legale und illegale Drogen ist völliger Humbug, völliger Quatsch. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum man irgendwelche Drogen in legale und illegale Drogen teilt, genauso wenig wie in weiche und harte Drogen. Drogen sind Drogen, ob ich Alkohol habe oder Zigaretten, wo ist da der Unterschied? So, das ist der eine Ausgangspunkt. Der zweite Ausgangspunkt, und das ist jetzt das, was Steffen gesagt hat, wir kriminalisieren damit nur Menschen. Wir packen Leute in die Knäste, das überhaupt nicht sein muss. Und warum? Nur, weil sie ein selbstbestimmtes Leben führen wollen. Jeder kann, so ist unsere Auffassung, die Drogen nehmen, die er will oder nicht will. Und es ist in der Entscheidung eines jeden Erwachsenen zu sagen, ich will diese Substanz jetzt zu mir nehmen oder nicht. Es muss freiwillig geschehen und deshalb ist diese Illegalisierung, wo man Menschen mit kriminalisiert, ist völlig absurd und daneben, das braucht eigentlich kein Mensch. So, das wiederum ist der Ausgangspunkt für uns zu sagen, was für Folgen haben wir dabei. Wenn wir sehen, gerade die illegalen Drogen, welche gesundheitlichen Risiken das damit verbunden sind. Das geht im Extremfall damit los, dass eine Verunreinigung ist. Wenn wir hier über Cannabis reden, dann wissen wir über den Skandal, was das Blei betrifft im Cannabis. Das ist natürlich absolut unmöglich. Und solche Geschichten können nur dann passieren, wenn es tatsächlich in der Illegalität ist. Wenn ich andere Lebensmittel oder andere Sachen beim Wein, beim Bier, beim Schnaps, da gibt es bestimmte Gesetze, was da drin sein darf und was nicht drin sein darf. Und dann steht es drauf auf den Packungen und dann kann ich selbst entscheiden, ob ich das nehme oder nicht nehme. Und genau das Gleiche müsste im Prinzip beim Cannabis sein. Da müsste dann auch entsprechend das Gleiche draufstehen, wie viel THC da drin ist, weiß der Teufel, also die Inhaltsstoffe und dann ist gut. Insofern ist es ein Verbraucherschutz, ist ein Gesundheitsschutz, dann, wenn wir die Sachen legalisieren. So, aber mit der Legalisierung ist natürlich ein Problem, weil wir können weder in Friedrichshain-Kreuzberg oder in Berlin unsere eigenen Gesetze machen, so gern wir das tun würden, aber irgendwie haben wir noch so ein bisschen die Bundesebene über uns drüber liegen, die nicht immer unbedingt alles so genehmigt, wie wir das gerne haben wollen. Dazu kommt, dass, was auch eingangs erwähnt wurde, die SPD, die ja unser möglicher Koalitionspartner wäre, nicht unbedingt scharf drauf ist, was die Legalisierung von Cannabis betrifft, ja, um es etwas vorsichtig auszudrücken. Das ist in der Tat ein Problem, wenn wir uns vor Augen führen. Wir können heute in Berlin 15 Gramm mit uns rumtragen, ohne dass was passiert. Und bei 30, da wird es dann kritisch. Also da kann das Verfahren noch eingestellt werden, muss aber nicht. So. Damit sind wir bundesweit führend und das hat zur Folge, dass wir ständig unter Druck stehen, von allen Bundesländern das wieder zurückzunehmen. Das heißt, unser Weitermachen in diesem Bereich, was die Legalisierung von Cannabis betrifft, ist immer wieder gebremst worden durch diese Debatte, durch diesen Druck, der von anderen Bundesländern auf uns ausgeübt wird. Wir müssen das zurücknehmen. Deshalb habe ich ganz große Bauchschmerzen, wenn ich muss das leider an dieser Stelle doch sagen, wenn Frau Künast sagt, die Leute wollen heute gesund leben. Wenn ich an diese Debatten dauernd denke, wir sollen das zurücknehmen, bei uns dürfen die Menschen zu viel mit sich rumtragen, dann habe ich ein Problem damit, wenn ich an die Grünen denke und die dann gleich sagen, ja, das ist ja wunderbar, weil die Leute wollen ja gesund leben. Also ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. Und dass man da doch kämpft und vielleicht dann doch ein bisschen eine grüne Basis noch da ist, die da vielleicht doch noch das ein oder andere Wunder bewirken kann, dann, wenn es denn dahin kommt. So, ja, ich wollte gar nicht so lange reden. Ich glaube, meine 5 Minuten sind schon um. zu den Coffeeshops, das ist ein Versuch zu sagen, wir wollen die Legalisierung haben. Wir müssen sehen, ob wir da nicht ein Modellprojekt hier in Berlin zustande kriegen, damit wir das Teil endlich legalisieren können. Ja, also Schritt für Schritt, wir kriegen die Drogen nicht alle auf einen Schlag legalisiert, aber hier hoffen wir doch wenigstens auf einen Teilbereich. Und was ich jetzt noch sagen kann abschließend ist, wir haben im Europarat, da bin ich
ganz stolz und ganz glücklich, und das ist eine ganz neue Nachricht auch, haben wir ein Memorandum einbringen können, wir als Linke, dass Drug-Checking endlich auf der europäischen Ebene weiter vorangetrieben wird. Drug-Checking ist besonders wichtig, natürlich auf der einen Seite für die Partydrogen, das ist richtig, aber es ist auch für alle illegal gehandelten Substanzen einfach notwendig, um damit der Konsument auch weiß, was er denn da tatsächlich vorfindet. Es dient also dem Verbraucherschutz. So, jetzt höre ich aber wirklich auf. Vielen Dank. Ich danke dir, und wir kommen jetzt zu den Grünen, besser zur grünen Jugend. Das sind ja die guten Grünen, die erwachsenen Grünen machen ja manchmal ganz viel Mist. Und ich freue mich besonders, dass Max hier ist. Das war lange einer der, oder ist immer noch einer der größten Hanfaktivisten bei der grünen Jugend. Es hat das Modell Drogenfachgeschäft mit ausgearbeitet und arbeitet aktuell beim Deutschen Hanfverband. Und ich würde ihm jetzt die Bühne übergeben. Wollten wir eigentlich noch die leise Kritik äußern, dass wir gerne Erster geworden wären bei der Wahlempfehlung des Deutschen Hanfverbands natürlich. Nur bitte. Hallo, ich muss erstmal eine Sache klarstellen. Bei der Grünen Jugend bin ich nicht mehr, weil die haben mich letztes Jahr altersbedingt über die Bio-Klippe geschubst, wie wir das inzwischen bezeichnen. Aber es ist richtig, dass ich jahrelang bei der Grünen Jugend gewirkt habe, aber keine Sorge, ich wirke auch bei den Grünen weiter, und ich bin auch relativ guter Dinge, dass, wenn man in Berlin Renate und ihren Freundeskreis mal abzieht, doch was ganz Vernünftiges übrig bleibt. Und ich mache mir am meisten Sorgen, dass, wenn wir drankommen, die SPD der Klotz sein wird. Da wird Barbara ja auch sicherlich genug Geschichten erzählen können, dass dort genug Betonköpfe noch rumschwirren. Wobei, ja. Genau, ich habe mir mehrere Dinge aufgeschrieben. Ich meine, über die Sinnlosigkeit des Cannabisverbotes muss man hier nicht mehr viel sagen. Die gleichen Argumente gelten auch für alle anderen Drogen. Das ist auch eins der Markenzeichen des Drogenfachgeschäftes, dass wir als Grüne Jugend von vornherein gesagt haben, wir wollen keine Cannabis-Social-Clubs oder Coffee-Shops mit Cannabis, sondern wir haben einen umfassenden Ansatz. Also wir betrachten alle Drogen gleichermaßen und wollen da nicht irgendwie anfangen rumzudifferenzieren. Natürlich, wenn man sich auf die Ebene der Realpolitik begibt und der Lobbypolitik, die wir als Deutscher Hanfverband ja auch betreiben, ist natürlich klar, dass Cannabis eine der wichtigsten Fronten ist, dass dort über 100.000 Strafanzeigen pro Jahr wegen rein konsumbezogenen Delikten pro Jahr von der Polizei verfolgt werden und das ein Riesenproblem ist, aber auch das Drogenverbot insgesamt in Deutschland, das auch allein in Deutschland schon die letzten paar Jahrzehnte Zehntausende Tote gefordert hat. Das muss man auch mal in der Deutlichkeit sagen. Das ist nicht nur wo in Mexiko, sondern auch hier in Deutschland sterben die Menschen wegen dieser falschen Drogenpolitik. Deswegen wäre es auch durchaus ein Punkt, also da muss ich Barbara auch wiederum ein bisschen widersprechen, auch in Berlin ist Cannabisbesitz verboten, und wenn die Polizei mich erwischt, nimmt sie mir das Zeug weg, stellt mir eine Strafanzeige aus, und auch in Berlin bekomme ich im Zweifelsfall auch meinen Führerschein weggenommen, weil ich hier saß mit Cannabis in der Tasche. Das sind halt die Grenzen, die eine Landesregierung hat zum Entkriminalisieren. Wobei es mir auch wichtig sein wird nach der Wahl, dass wir die Verordnung für die geringe Menge auch ausweiten für weitere Drogen außer Cannabis. Das sind andere Bundesländer weiter, dass sie beispielsweise auch für Leute, die Kokain in der Tasche haben, die Ecstasy in der Tasche haben, die Heroin in der Tasche haben, es auch die Möglichkeit gibt der Staatsanwaltschaft, Leute, wenn die 1-2 Gramm dabei haben, dann lasst sie da zumindest in Ruhe und tut sie dafür nicht verknacken, weil das hilft niemandem. Jetzt möchte ich kurz nochmal eine Kritik üben, also durchaus eine konstruktive Kritik an den beiden Modellen, die vor mir vorgestellt wurden. Deswegen bin ich ganz glücklich, dass ich genau jetzt dran bin. Also einmal, warum ich also Coffeeshops ablehne, also dieses Konzept und die Idee, die dahinter steht. Also zumindest die Aspekte, die wir aus den Niederlanden kennen. Und ich auch Cannabis Social Clubs für nicht so das Allheilmittel halte, sondern, wie ich schon angekündigt wurde, die Drogenfachgeschäfte bevorzuge. Bei Coffeeshops, wo gibt es die? Die gibt es in den Niederlanden. Aber was dort passiert, ist meiner Ansicht nach natürlich sehr viel besser als der Status, den wir hier in Deutschland haben. Aber es ist eigentlich so eine Laissez-faire-Drogenpolitik. Macht halt mal bis zu 5 Gramm, interessiert uns nicht. Coffeeshops, ja, verkauft halt, interessiert uns nicht. Aber die ganzen anderen Bereiche, wo ich sage, die sollten wir
gestalten und nicht einfach machen lassen, sondern also die Belieferung der Coffeeshops, die Frage, was wird in den Coffeeshops denn wirklich verkauft, das sind Punkte, da muss ich sagen, finde ich das niederländische Modell schlecht, weil die organisierte Kriminalität existiert weiter, wenn es um die Belieferung der Coffeeshops geht. Und dass halt auch keinerlei Qualitätskontrollen in Coffeeshops stattfindet. Dass das Zeug halt wirklich unter schlechten Bedingungen gelagert wird, verkauft wird. Und auch, dass wirklich vom Geschäftskonzept viele Coffeeshops, also gerade die Tourify, nicht jeder, wirklich so die Qualitätsstandards von den McDonald's hat. Komm rein, nimm dein Zeug und dann hau ab. Gerade wenn es dir schlecht geht, hau ab. Also da gibt es leider zu viele Geschichten, wo ich sage, das ist ein Modell, das möchte ich nicht, sondern ich möchte, wenn, eine umfassende Legalisierung, die halt wirklich alle Bereiche abdeckt. Ähnlich ist es leider bei den Cannabis Social Clubs. Natürlich ist das, was in Spanien läuft, Vorbild, ganz klar. Und ist sicherlich auch für einige Konsumenten, auch für Deutschland, ein attraktives Modell. Aber ich sage mir, Cannabis Social Clubs sind, wenn sie denn kommen, auch nur eine Ergänzung. Natürlich gibt es viele Leute, viele Kiffer, die auch gerne mit Gleichgesinnten ihre Zeit verbringen und ihre Pflanzen großziehen. Aber ich denke, für die breiten Massen braucht man einfach ganz reguläre Geschäfte, weil die nicht diesen hier Do-it-yourself-Ansatz haben. Und in Spanien sieht man halt leider auch, dass, ich meine, das sind ja auch Sachen, die Gesetzeslücke nutzen, die sagen, naja, gut, pro Person, so eine Pflanze ist entkriminalisiert, dann könnt ihr auch zusammen mehrere anbauen und dann greift die Polizei nicht ein. Und in Spanien merkt man halt auch leider, dass teilweise die organisierte Kriminalität anfängt, Cannabis Social Clubs, also gefakte, aufzumachen und hinter dieser Fassade ihr Geschäft quasi legalisiert, wo ich dann sage, das möchte ich eigentlich auch nicht haben. Also deswegen, auch wenn man diesen Weg beschreitet, der Cannabis Social Clubs, muss man regulieren, muss man klar festlegen, was ist ein Cannabis Social Club? Das ist das, was Konsumenten zusammen betreiben. Und sobald die Sache anfängt, von Dealern kommerziell betrieben zu werden, und das gibt es halt leider auch, da muss dann halt auch eine klare Grenze sein, das wollen wir nicht haben. Und das Drogenfachgeschäft auch mal runtergebrochen auf das, was wir auf Landesebene tun können. Also ist immer schön zu sagen, ja gut, wir wollen die Legalisierung haben, das kann nur die Bundesregierung machen. Auf Landesebene könnte man nur einen Modellversuch starten. Und da passt im Prinzip auch das Modell des Drogenfachgeschäftes sehr gut rein. Also ein Modellversuch könnte man ja nur genehmigt bekommen, wenn man einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch hat. Wenn man zum Beispiel sagt, wir testen jetzt einfach mal, ist denn die Repression geeignet, die Leute vor die Drogengefahren zu schützen, oder probieren wir es mal mit einer legalen Abgabe. Die beinhaltet dann allerdings halt die ganz wichtigen Punkte, dass da Fachpersonal sitzt, die weiß, wie mit den Drogen umzugehen ist, und dass halt Drogen verkauft werden, die komplett getestet sind, wo kein Dreck drin ist und wo ich weiß, wie viel THC drin ist. Und das sind die Ansprüche, die ich wirklich an jedes Legalisierungsmodell anlegen möchte, weil drunter ist es natürlich besser als heute, aber es ist nur der halbe Schritt. Und erst wenn ich wirklich einen kontrollierten Markt habe, wo ich weiß, was ich kaufe, so wie ich in jeder Fleischertheke weiß, da ist ein Verkäufer, der nicht die ganze Zeit... Na gut, oder sonst wo ich weiß, der pult nicht erst in deiner Nase rum und greift dann irgendwie im Hackfleisch rum und knetet das rum. Ja. Sondern da gibt es ganz klare Qualitätsstandards und auch eine Person, die sich damit auskennt. Dann habe ich deutlich mehr Vertrauen dran, dass das ein Modell ist, was die Leute auch überzeugt und was dann auch wirklich dafür sorgt, die Drogenprobleme zu mindern. Und deswegen setze ich mich für die Drogenfachgeschäfte ein, die man auch dann, auch auf Landesebene, für deutlich, wo man deutlich weiterdenken könnte als nur Cannabis. Das war's. So, danke Max. Ich sag jetzt erstmal Hallo zu allen Zuschauern bei Piratorama, die jetzt live zugeschaltet sind. Als nächstes freue ich mich jetzt besonders drauf. Hans Cousseau, der auch an unserem Wahlprogramm mitgearbeitet hat, wird uns jetzt was über Psychonautik erzählen. Hans Cousseau ist Autor, Musikwissenschaftler und Mitbegründer von Eve and Rave. Setzt sich länger, als ich glaube ich denken kann, für Drug-Checking-Initiativen, für die Legalisierung von Drogen ein. Und er wird uns jetzt ein bisschen locker machen für die Gesprächsrunde anschließend. Danke. Ach, Drogenkult.net habe ich doch vergessen. Das betreibt er seit 2002. Drogenkult.net. Bitte. Ja, also ich betreibe das nicht allein. Das passiert eigentlich immer in Freundeskreisen, dass man zusammensitzt und gute Ideen hat. Und dann setzen wir wieder was im Internet um. Und das Ziel ist,
Drogenmündigkeit, Drogenkompetenz oder man kann auch sagen Drogenautonomie. Von der Politik her wird immer von Drogenabhängigkeit geredet. Erstens mal, die Drogen machen per se nichts, man macht sich selbst abhängig. Und was ist das Gegenteil von einer Drogenabhängigkeit? Das ist Drogenautonomie. Autonom heißt selbstbestimmt. Also es gilt im politischen Diskurs den Begriff autonom von seiner positiven Seite zu beleuchten. Für Springerpresse-Leser sind autonome Menschen, die am 1. Mai irgendwie für ein Geld von irgendeinem Fernsehsender ein paar Müllcontainer anzünden. Aber autonom ist eben selbstbestimmt. Und die Betäubungsmittelpolitik, das war so im letzten Jahrhundert, da haben die gemeint, wer psychotrop wirkende Substanzen nimmt, der sei krank. Und deswegen haben die hohen Leute bei den Vereinten Nationen die Weltgesundheitsorganisation für Drogenpolitik weltweit in die Pflicht genommen. Und die Weltgesundheitsorganisation hat dann mit der Zeit Unterorganisationen gegründet, wie die Suchtstoffkommission oder die Internationale Kontrollkommission für Drogen und Kriminalität und ähnliche Institutionen. Die sitzen in Wien und die verfolgen dieses Konzept: Wer Drogen nimmt, ist krank, man muss die Leute davor schützen, deswegen verbieten wir das und wenden, um das Verbot durchzusetzen, Gewalt an. Jetzt zeigt mir aber die Realität, die meisten Drogenkonsumenten, die ich kenne, die legale wie illegale Drogen genießen können, die machen mir nicht den geringsten Eindruck, als wären sie krank, sondern mit denen kann ich über Jahre hinweg gut feiern, philosophische Gespräche führen oder zusammen auch mal was ausarbeiten. Die wirken nicht krank. Sicher gibt es Menschen, die durch übermäßigen Drogenkonsum gesundheitliche Probleme kriegen. Und es gibt bestimmte Korrelationen zwischen Krankheitsbildern und Substanzkonsum, wobei man dann immer noch überlegen muss, ist das eine Selbstmedikation gewesen? Autismus und Speedkonsum, Asperger und Speedkonsum, da kommen jetzt erst so die Forscher drauf, da gibt es Wechselbeziehungen. Aber die meisten Menschen genießen ihre Drogen. Und der Genuss, die Genusskultur, die Befriedigung, die man erreicht, die ist essentiell, dass man nicht süchtig wird. Denn wenn man befriedigt ist, muss man nicht mehr haben. Wenn es schlecht war, wenn man nur eine halbe statt eine ganze Pille genommen hat und alle Freunde haben eine ganze genommen und sind gut drauf und man hat nur eine halbe genommen und ist nicht gut drauf, dann ist der, der die halbe genommen hat, viel eher drauf, sich noch irgendwelche andere Drogen in dieser Nacht reinzuziehen. Weil die anderen nach der ganzen Pille sind zufrieden. Und deshalb muss man von dem Ansatz Prävention wegkommen. Drogenprävention. Nicht die Drogen muss man verdrängen, sondern den Umgang mit den Drogen muss man ändern. Nicht die Drogen sind das Problem, sondern die Art, wie wir damit umgehen. Und Drogengebrauch, vor allem wenn man verschiedene Substanzen konsumiert, das passiert meistens in einem kulturellen Kontext. Das passiert im Freundeskreis. Und man muss wissen, wie die wirken, wenn man es genießen will. Und man muss eine Kultur dazu entwickeln. Und was mit Wissen, mit Wissenschaft und was mit Kultur und was mit Lernen oder Bildung zu tun hat, da gibt es bei der UNO eine Organisation und das ist die UNESCO. Und ich denke, die UNESCO, die wäre viel eher geeignet, gewisse Drogenprobleme, die die Menschen sich geschaffen haben, zu lösen. Weil alte Rituale, zum Teil Jahrtausende alte Rituale vom Gebrauch bestimmter Substanzen,
sei es das Cannabis, das Charas, das gute Haschisch aus Simla im Chilom, für das heilige Ritual, für Shiva, Bum Shankar und die heilige Glut kreist. Das ist ein Zeremoniell, uraltes Zeremoniell oder das Ayahuasca, die Ayahuasca-Zeremonien in Mittel- und Südamerika. Da steckt ein unglaubliches Wissen dahinter. Das ist ein Weltkulturerbe. Und dieses Weltkulturerbe durch Substanzen, andere Sphären der Psyche zu erreichen, dieses Weltkulturerbe, das gehört geschützt und nicht verfolgt. Nicht, wenn man sich heute eine große Goa-Party oder ein anderes Open Air irgendwo in Deutschland sich so vor Augen führt, da kommen Tausende von Leuten und die wollen zusammen feiern. Und was macht der Staat? Wie bei den alten Römern werden da Zelte aufgebaut und dann kommen da die Robocops mit den unmöglichsten Kleidungen da aus Plastik und Helm und Schild und schüchtern die Leute ein und durchsuchen sie von Kopf bis Fuß und glauben damit, einen Schaden zu mindern. Es hat sich gezeigt, dass gerade solche Kontrollen Schaden mehren. Was machen die Leute? Sie fressen schnell alles, was sie haben, damit es nicht mehr gefunden wird. Und dann, tatütata, muss der eine oder andere wegen Überdosis ins Krankenhaus. Viel vernünftiger als diese Hunderttausende von Euro, was so ein Einsatz kostet, in eine gute Information vor Ort investieren. Dass die Leute mitkriegen, wie man kultiviert, wie man möglichst sicher den Genuss gemeinsam erleben kann. Nicht Drogenmischkonsum ist eine Kunst wie Würzen in der Küche. Nimmt man von einem Gewürz zu viel, dann schmeckt das ganze Gericht nicht mehr. Und wenn man verschiedene Substanzen miteinander kombiniert, dann ist ein guter Erfahrungsaustausch notwendig. Und da ist vor allem die Weitergabe der Erfahrung von Leuten, die Jahrzehnten mit den Substanzen Erfahrung gemacht haben, auch in der praktischen Übung zu ermöglichen. Die Weitergabe dieses Wissens muss auch praktisch erfolgen können und nicht nur theoretisch in Büchern. Und darin sehe ich die Perspektive und auch für ein Modell, wo die UNESCO dann die Drogenpolitik führt. Für die Weitergabe wird es Drogenfachgeschäfte brauchen. Und Drogenfachgeschäfte, heute würde man sagen, das ist die Dealerwohnung. Aber ein Drogenfachgeschäft, was hat der Verkäufer für eine Verantwortung? Muss der eine Berufslehre machen oder ist es vielleicht doch besser, wenn der ein Hochschulstudium hat? Denn es gibt sehr viel unterschiedliche Substanzen und über deren Wirkweise muss man etwas wissen. Und wenn man das Konzept Drogenfachgeschäft im Auge hat, dann muss man, damit man das umsetzen kann, auch die Ausbildung der Verkäufer, der Betreuer, der Berater und wie immer das konzipiert wird, dass die Leute saubere, klare, seriöse Informationen kriegen und sich beraten lassen können. Und es muss auch die Möglichkeit geben, dass erfahrene Drogengebraucher, Novizen irgendwie beim Einweihungsritual das gemeinsam erfahren können in einem sicheren Rahmen und nicht so per Zufall. Man hat gelesen in der Bildzeitung, ja, die nehmen 10 Pillen pro Nacht und dann probieren das Leute und wundern sich, wenn sie im Krankenhaus landen, sondern wenn das mit Erklärung und vor allem mit Aufklärung über Set und Setting. Weil bei den Drogen ist nicht nur die Substanz wichtig, sondern eben der eigene kulturelle Standpunkt,
die eigene Erwartungshaltung, das Set und die eigene Befindlichkeit gehört auch zum Set. Und das Setting, das ist die Umgebung. Dazu gehört der, der vielleicht im Ritual die Droge verabreicht, aber auch der dafür sorgt, dass Musik, das Ambiente, das Temperatur und alles für die entsprechende Session stimmig ist. Und hier sehe ich Bedarf, dass man Zeit und Mittel investiert, damit die mit Drogenerfahrung diese Erfahrung möglichst nah anderen weitervermitteln können, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, aber machen wollen. Das ist so wie, wenn man klettern geht im Hochgebirge mit Haken und Seil. Das muss man auch lernen. Und wenn man Haken einschlägt und Kletterseil und da seilen sich die Freunde ab, da muss man den schon so setzen, dass man sicher ist, die kommen lebendig unten oder oben an, je nachdem wie sie klettern. Und das Gleiche gilt auch für die Abgabe mit psychotropen Substanzen. Das ist etwas Schamanisches auch. Man hat die Verantwortung. Und zwar für ein Leben lang. Eine Droge kann unter bestimmten Voraussetzungen, wenn man nicht alles beachtet, ein Leben ändern. Dass jemand in die Psychiatrie muss. Und dafür trägt immer auch der, der die Droge weitergibt, mit einer Verantwortung. Und da gilt es nicht, die Drogendealer zu diskriminieren, immer zu sagen, das sind die Bösen, so in den Vorabendserien, im Fernsehen, in dicken Autos mit Waffen und jede Menge Geldschein werden die dargestellt, dass die Leute immer das Gefühl haben, Drogenhändler, das sind alles böse Menschen, die wollen nur viel Geld verdienen. Wenn man sich die Statistiken des Bundeskriminalamtes mal anschaut, die sind im Internet veröffentlicht, bka.de, und sich mal die Grundtabelle der Jahre anschaut, dann kann man feststellen, dass Betäubungsmitteldelikte, dass da sehr, sehr selten Schusswaffen im Spiel sind. Weil bei jeder Straftat muss immer angekreuzt werden, wird mit Schusswaffe gedroht oder wird eine Schusswaffe gebraucht. Und seit 87 sind diese Tabellen erst für die alte Bundesrepublik und dann mit West-Berlin, dann Gesamt-Berlin und dann Gesamtdeutschland. Und da kann man in jedem Jahr schauen, wie viel das sind. Und die kann man an einer Hand abzählen, seit 87 bis heute. Und so zum Vergleich, insgesamt wird so 6.000 Mal im Schnitt im Jahr geschossen zurzeit und etwa 12.000 Mal gedroht. Also das Gewerbe des Betäubungsmittelhandels ist eigentlich gemäß Kriminalstatistik in Händen recht friedliebender Leute und nicht von Leuten, die mit Waffengewalt aufeinander losgehen. Es wäre in anderen Branchen üblich. Hab's jetzt nicht untersucht, ob jetzt Missbrauch von Dienstwaffen häufiger vorkommt oder Schießereien bei Autohändlern. Aber auf jeden Fall, wenn man das mal skaliert, dann zeigt sich, hier ist eine, auch was den Handel anbelangt, relativ kultivierte und seriöse Szene am Werk. Und das zeigt sich auch dadurch, auch heute schon, ist ein Händler bestrebt, egal was er verkauft, dass seine Kundschaft zufrieden ist. Und je mehr man dem Drogenhändler sagen kann und vermitteln kann, was seine Verantwortung ist, umso mehr kann man Schaden mindern. Denn auch der Drogenhändler hat Interesse, dass es seinen Kunden gut geht und dass sie gut feiern können. Ja, am besten, dass man zusammen feiern kann. Und das ist, wenn die Drogenpolitik aufgrund von Wissenschaft, von Bildung und Kultur angegangen wird und nicht aufgrund von Kriminalität und Krankheit, dann haben wir gute Chancen, diese Probleme zu minimieren. In diesem Sinn, danke für die Aufmerksamkeit.